Oh, das war heute ein echt spannendes Shooting am Strand, finde ich. Fand ich auch. Es ist einfach unbeschreiblich schön hier. Und schaut euch mal die Sterne an. Und es ist immer noch total warm draußen. Boah, ich habe auch noch echt überall Sand vom Shooting. Meine ganzen Füße sind noch sandig. Und ich glaube, ich habe sogar in meinem Badeanzug Sand. Habt ihr das gerade gesehen? Da war eine Sternschnuppe. Habt ihr es gesehen? Nein, schade. Habe ich nicht gesehen. Jetzt darfst du dir was wünschen. Ach, ich weiß schon, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir ganz, ganz dolle, dass ich Playmobil's Next Topmodel gewinne. Das wäre so schön. Das verstehe ich, Dani. Das hätte ich mir auch gewünscht. Also schade, dass ich die Sternschnuppe nicht gesehen habe. Leute, guckt mal da drüben, da ist jemand. Ach, ich glaube, das ist Raoul. Was macht er denn noch bei so später Stunde hier? Und dann noch telefonieren? Oh Mann, ich habe schon ganz viele Anrufe von Romy. Ich werde sie jetzt mal zurückrufen. Hallo Romy, du hast mich angerufen. Ich hatte leider noch keine Zeit zurückzurufen. Ist alles in Ordnung bei dir? Was? Das Kind kommt? Oh nein! Oh, ja, jetzt kommt das Kind und ich bin hier in der Karibik. Was soll ich bloß machen? Es ist schon ganz spät nachts und heute werde ich keinen Flug mehr bekommen nach Playmobil City. Oh nein, die arme Romy ist ganz alleine ohne mich. Oh nein, was soll ich bloß machen? Ich habe total Panik. Was für ein wunderschöner Sternenhimmel. Es ist so toll hier und jetzt kann ich wirklich mal entspannen nach der Show. Und beim schönen Glas Wein. Besser hätte es wirklich nicht laufen können. Es ist so ruhig hier. Man hört wirklich nichts. Die Kandidatin gefallen mir dieses Jahr wirklich super. Ich weiß gar nicht, wen ich rauswählen würde. Die sind einfach alle klasse. Bin ich froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Was ist denn da los? Gabi, das Baby kommt! Raoul, was ist los? Romy hat schon die Wehen! Das Baby kommt! Oh, ich habe gerade Romy angerufen. Deswegen hat sie mich heute schon ein paar Mal angerufen. Das Baby kommt! Raoul, beruhig dich doch erstmal. Das ist wirklich aufregend, dass das Baby kommt, aber von hier können wir ja gar nichts machen. Wie willst du denn jetzt da hinkommen? Oh, Gabi, wenn ich das wüsste. Ich würde am liebsten sofort zu Romy fliegen. Ich will sie nicht alleine lassen. Achtung! Oh, no! Alles okay, Raoul? Komm raus aus dem Wasser. Gabi, ich bin echt fix und fertig. Oh nein. Komm, ich helfe dir raus. Beruhig dich wirklich. Du bist total neben der Spur. Oh Gabi, das ist doch das erste Mal, dass ich Vater Ja, ich werde. weiß. Das ist auch super aufregend. Aber wir müssen erstmal einen kühlen Kopf bewahren. Oh Gabi, mir wird schon ganz schwindelig. Ist es denn okay, wenn ich so schnell wie möglich nach Playmobil City fliege und Ja dich hier alleine klar, lasse gar mit der kein Show? Problem. Für mich ist es Oh. absolut kein Problem, Raoul. Trink erstmal einen Schluck Wasser, dann geht's dir bestimmt besser und trockne dich ab. Und dann können wir Pläne schmieden, wie du jetzt nach Playmobil City kommst. Ich werde schon mal reingehen und Oh, Food für danke, dich suchen. Gabi. Wasser, das tut gut. Oh, hoffentlich ist Romy nicht sauer auf mich, dass ich nicht da bin. Wenn ich das gewusst hätte, dass das Baby früher kommt, dann wäre ich doch gar nicht erst geflogen. So, Raoul, du hast wirklich Glück. Morgen um 5 Uhr, also 5 Uhr morgens, geht schon der nächste Flieger. Den kannst du nehmen. Da ist noch ein Platz frei. Habe ich reserviert. Oh, Gabi, danke. Und dann bin ich morgen Nachmittag schon in Playmobil City. Das ist doch super, dass das alles noch klappt. Dann ruhe dich jetzt noch ein paar Stunden aus, damit du morgen schön frisch bist. Oh, Gabi, schade, dass ich nicht mich beamen kann. Dann wäre ich jetzt sofort in Playmobil City. Oder wenn ich gar nicht erst geflogen wäre. Ich hätte Romy nicht alleine lassen dürfen. Hallo, Romy, mein Schatz. Ich kann morgen früh schon nach Playmobil City fliegen. Ich bin morgen Nachmittag schon da. Halt durch. Es tut mir so leid, dass ich nicht bei dir bin. Okay, mein Schatz, bis morgen. Oh, ich bin so aufgeregt. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Ich heiße Sie herzlich willkommen an Bord. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug mit uns. Oh, danke. Wissen Sie was? Ich werde Vater. Ich fliege ganz schnell nach Playmobil City, am besten direkt zum Krankenhaus, weil da ist meine Frau und bekommt unser Mädchen. Oh, das ist aber ein toller Anlass zum Fliegen. Aber leider hat das Krankenhaus keinen Flughafen, sonst würden wir Sie direkt dorthin fliegen, wenn wir könnten. Oh, ich werde Romy noch mal anrufen und mal hören, wie es ihr geht. Hallo? Ah, Schwiegermama. Wie geht's Romy? Ich bin schon unterwegs. Okay, bis später. Bitte schalten Sie jetzt alle elektronischen Geräte aus. Das Telefonieren ist auf diesem Flug untersagt. Ja, tschüss. Heute Nachmittag bin ich schon da. Oh, ich hoffe, ich komme noch pünktlich.